Hallo und willkommen zurück zu Judgment. Und ja, wir schauen jetzt mal, dass wir hier nochmal was zu tun finden, was uns nicht gleich tötet. Die wären ja ganz brauchbar. Vielleicht sollte ich einfach hier die abklappern und ein paar mitbringen. Ein paar Ziegel. Und ich meine, hier können wir noch ein bisschen was anderes platt machen. Das sind eh alles einfache Gruppen. Und dann bringen wir die halt mit. Boah, wieso nicht? Jetzt gehen wir hier rüber und sammeln die einfach alle ein. Und dann müssen ja sowieso wieder auf den Weg zurück. Und hier wird sich nicht mehr viel tun, dafür ist die Gruppe zu kaputt. Das passt schon, würde ich sagen. Dann wollte ich hier wegen dem Zeug gucken. Vielleicht habe ich da auch einfach zu wenig Leute, die sich darum kümmern können. Bewirtschaft. Pflege 3. Noch 2000. Das können wir wieder neu machen. Pflege 0. So, der ist auf dem Weg dahin. Jetzt mal Pflege 99. Und da sind wir angekommen. So, da sind jetzt nur ein paar Besessene. Ja. Schön wäre es natürlich auch, wenn der jetzt noch steigen würde. Na gut. Ja, da machen wir das, den Kram hier auf dem Weg halt auch noch. Da oben. Naja, also mein Schaden ist schon ziemlich brutal geworden. Da kriegen wir noch was Besonderes. Vier Gegner. Wir haben aber zwei Geister. Lazarettausrüstung. Super. Was haben wir hier? Ein Geist.
Mhm. Da ist der Geist. Jetzt nicht so günstig. Ja. Okay. Nochmal 4 Ziegel. Wieder Besessene. Warten wir mal. Oh, da kommt noch eine Gruppe. Gehen wir hier hin. Da dürfte eigentlich niemand von wirklich ankommen. Ah, da kommt noch eine Gruppe. Zurück. Okay. Da unten. Zup. Ja. Okay. Dann hätten wir das nächste hier. Ja, den ganzen Wald könnte man auch noch platt machen an der Stelle. Gehen wir da mal rüber. Erstmal dahin. Wie viel Zeit haben wir hier? Noch Zeit satt. Kämpfen. Ich könnte da auch drüber nachdenken, wieder einen Autokampf zu machen. Lieber den zuerst vor, bevor wir da. Ja, die haben wir jetzt zwar zusätzlich, aber das ist okay. Ja. Mhm. Dann gehen wir darüber. Ja, machen wir mal automatisch. Ja. Das passt schon. Mhm. Zip, rüber. Die hat ein bisschen was verloren. Weiter rüber. Britt. Dann gehen wir nach oben. Wie sieht's denn jetzt hier mit dem Greg aus? Er braucht noch ein paar Kämpfe, aber nicht mehr viel. Naja, eins bekommen.
Haben wir hier wieder was, was wir neu machen müssen? Das läuft noch. Das ist auch okay. 900, 500, ist alles in Ordnung. Die sind auch noch alle beschäftigt. Ah, shit, ich muss noch hier die Dinger wieder verteilen. Falsch. Ja, die braucht eigentlich nichts, aber passt schon. So. Bräuchten noch zwei mehr. Dann brauchen wir die auch noch. Okay. So, dann gehen wir erstmal nach oben. Oh, das hat schon Lebenspunkte abgezogen. Na gut. Das geht aber noch. Ein Wrench. Ich könnte jetzt noch nach da unten gehen und das auch noch einsammeln, aber das mache ich jetzt nicht. Dann gehen wir doch jetzt langsam Richtung nach Hause. Ja, das sind aber stärkere. Dann machen wir mal einen richtigen manuellen Kampf. Jetzt den Yangshi, dann bleiben wir aber zurück. Ja. Gehen wir uns zurück. Nein! Geplatzt. Okay. Jetzt du. Der Yangshi ist wahrscheinlich das Wichtigere. Ja, passt. Okay, haben wir. Weiter zum nächsten, da ist wieder was Besonderes. Das sind aber auch diese. Kommt sonst niemand? Den da müssen wir auf jeden Fall zuerst. Der dumme Geist muss weg. Eine Lederjacke. Ui ja. Was wollte ich eigentlich hier? Siegel 32.
das hier noch mit. Ja, damit dürfte der auf jeden Fall jetzt schon gestiegen sein. Dann gehen wir hoch. Oh, das sind aber eine Menge Böse. Wow. Okay, das mache ich nochmal neu. Da hat er aber zwischendurch mal echt mit denen zu kämpfen gehabt. Die kriegen wir aber so ganz gut kaputt. Auf den Hund. Auf den Geist. Wenn's auf den Hund. Das sind zwei Gruppen, dann gehen wir doch nochmal wieder zurück. Den haben wir gepult. Und da kommen die anderen. Wieso will der da hinlaufen? Der ist noch nicht in Sichtweite. Ah, shit. Okay. Ja. Nochmal 5. Wupp. Dann holen wir uns das. Hinten. Da haben wir auch noch mal was Besonderes. Dann holen wir uns das auch noch. So, wie sieht's im Lager aus? Alles super. Die Forschung wird auch so langsam, aber halt auch nur so langsam. Kämpfen. So, das hier wird jetzt ein bisschen knapperer. Oh, das sind zwei Gruppen. Mhm.
schieß den Hund doch kaputt. Ja, so wahnsinnig viel Spielraum ist da jetzt nicht mehr. Okay. Oh oh. Okay. Haben wir die auch. Mhm. Und dann würde ich sagen, nehmen wir die noch und dann geht's nach Hause. Zwei Geister, machen wir einzeln die Gruppen. Ja. Der ist auch einzeln. Nein, das will ich nicht mehr. Okay, wir haben Sophia, die kann einfach da drauf schießen. Ja, das Lasergewehr ist schon cool. So, ab nach Hause. Und dann können wir auch wieder ein bisschen bauen. Ah, das hier habe ich nicht so klug gemacht, fällt mir gerade auf, weil das kann ich auch gar nicht mehr abbauen. Da müsste ich ja eine Mine drauf bauen. Andererseits, wenn ich das hier, das Vorkommen so finde, dann kann ich da sowieso nichts mehr machen. Ja, da ist das halt jetzt. Wir haben hier keine Ziege. Das Ding ist immer noch nicht fertig. Ja, super. Das Ding ist auch noch nicht fertig. Wieso denn das? Kann das keiner von denen bauen? Hier, Albert. Bauen ist disabled. Der hat okkulte Forschung. Er macht doch okkulte Forschung. Hier, bauen. Ah, okay, das muss also der Heilige sein, der das macht. Denn der muss eigentlich Rituale machen. Das Hirnding müssen wir wahrscheinlich bald wieder anwerfen. Nee, es war doch der Dan, oder? Der das bauen kann. Wo ist er denn? Rituale. Geweiht. Prioritäten. Dann muss der das bauen. Haben wir mittlerweile... sind alle wieder zu Hause. So, und der bekommt jetzt Auskundschaften. Auskundschaften. Bams. Und kann nochmal Kartengeschwindigkeit. Ja, wunderbar. Und dann werden wir den jetzt auch mal gerade voll machen. Der wird dann gleich, ja, irgendwo hin und also hier diesen Rest noch erkunden gehen. Das sollte dann verhältnismäßig schnell gehen.
Wir können außerdem Moment, das habe ich ja jetzt noch nicht wirklich gestartet. Machen wir hier mal die Weitsicht. Ja, und dann werden wir halt uns irgendeinen Kram holen. In der Zwischenzeit, wo die wieder geheilt werden. Blüpp. Diese, ja, Kristalldinger wären halt nett. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich eine wirklich gute Gruppe zusammenbekomme. Bergbau, die eigentlich nicht. Haben wir noch hier, Verteidiger. Du kannst, ja, kämpfen, aber halt nicht mit der Waffe, sondern... Die ist halt nicht besonders gut da mit dem Kram. Das ist auch eine dunkle Waffe. Die kann halt nur die Pistole nehmen. Naja, machen wir das halt so. Dann nehmen wir den Erik. Der war, glaube ich, nicht Pistole. Der kann nix. Du? Treffsicherheit. Oh, und Lasergewehr. Ja, aber eigentlich nichts in Tech-Waffen. Hatte die was mit Tanken? Auch nicht. Ja, ist halt ein bisschen dünn. Wo sind denn die anderen? Ah, da ist noch Pistolen. Dann kriegt ihr die Pistole. Okay. So, Eric, Laura. Ali. Er kann zumindest heilen, aber... Samurai, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Der kann... tanken. Nicht super gut, aber ist okay. Kämpfen, Kämpfer, das war Pistole. Dann haben wir Bart, der war, glaube ich, auch Pistole. Da haben wir keine mehr. Die hatte aber nichts Besonderes, das heißt, die kann theoretisch... Ja, komm, Chris, du... Oder die nehme ich raus. Moment. Mal gucken, ob ich da wen Sinnvolleres finde. Bart, du kriegst die Pistole. Ja, ich kann ja beispielsweise einfach... Moria wieder mitnehmen. Na, die Dinger sind halt nicht mehr so toll. Dann darf die auch das Schadendingen bekommen. So, Kämpfer. Der hatte aber vor allem Dingen Schaden. Ja. Moment, ich mach mal. Achso, irgendwer ist noch nicht bewaffnet. Ja, wer denn? Achso. Genehmigt. Gucken wir mal. Wie sieht die Gruppe aus? Wir haben bisher nur 5. Wir haben dreimal Pistole. Einmal Laser,
Einmal den Dolch. Das heißt, wir brauchen noch einen Tank. Mitchell war Tank. Nehmen wir den dazu mit. So, und dann brauchten wir, die hatte auch noch irgendwas. Dunkle Waffengenauigkeit. Und die hält mehr aus. Die wäre theoretisch auch sogar zum Tank besser geeignet als Mitchell. Dann tauschen wir die wieder aus. So. Der Mitchell hatte aber nur Gesundheit. Wenn nicht noch irgendwer einen Schaden hat, hier, da könnten wir, die hat halt das mit der Maschinenpistole. Automatische Waffenschaden plus 13. Ja, komm. Ist halt auch nicht optimal, aber hier. So, und dann verteilen wir gerade noch die Dinger wieder. Kämpfer. Ja, den kann ich. Der kriegt halt hier irgendwas, damit er nicht sofort stirbt. Und ein Schild, damit er in so einem Überfall halt ein bisschen überlebt. Und genug Zeit hat, um zu fliehen. Wenn er dann gleich losläuft. So, und die müssen. Das Ziel war jetzt. Oh, Aluminium habe ich sogar. Haufenweise. Aha. Das muss mir entgangen. Ach so, ne, Quatsch, das habe ich nicht. Das bin ich hier gerade am Suchen. Okay. Aluminium, ja. Ne, ich will aber Titan sammeln. Und das nächste an Titan ist hier. Da müsste man aber jetzt auch noch Gruppen finden, die machbar sind. Das hier ist schwer, aber da ist wieder was Besonderes. Da sind 8 von denen. Ja, wir haben wirklich nur das eine. Das hier potenziell. Das hier ginge auch. Also, dass das Sinn machen würde vielleicht. Schwer sind die trotzdem. Gehen wir dahin, probieren das, um hier unbekannt zu bekommen. Aber die Gruppe ist halt nicht unbedingt die beste. Von daher wird das schon nicht einfach werden. Wird zu langsam. Begegnung, außer Basis, ja. Ja. Nummer 53. Der Greg ist fertig. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Der erste. So. Dann gehen wir mal darüber. Aha, Tom, sehr schön.
Okkulte Forschung. Ja, das hatte ich ja erstmal ausgelassen, weil das hier gerade keinen Sinn macht. Wenn der halt nur da normal am, ja, zum Kämpfen, der macht wahrscheinlich Schaden, den meisten Sinn für diese Waffe, die der normalerweise verwendet, die ich auch dieses Mal gar nicht mitgenommen habe. Oh. Albert, du darfst weiter forschen. Das hier hält auch noch ein bisschen. Das Forschungsding müssen wir bald wieder anmachen. Das kann eigentlich auch schon mal wieder angehen. Ah, das Ding ist fertig. Lehmvorkommen orten. Ja, dann machen wir das einmal. Da. Können wir da hin? Ja. Und dann muss der rüberlaufen. So, das wird jetzt wieder ziemlich hart. Ich glaube, von hier aus bin ich noch nie in die Basis reingelaufen. Oh! Ah, der steht aber einzeln. Das ist gut. Der hat mal gar nichts getan. Einmal Legion. Und da ist einmal Lich. Und die wollen mich auch jetzt angreifen. Greifen den Lich auch direkt an. Konzentrieren wir uns mal auf einen. Naja, aber man kann schon sehen, dass das Schmerzen sind. Ah, shit, der stirbt jetzt. Ne, der Tank ist noch nicht mal gestorben, das sah wir anders. Ne, die Position war unglücklich, weil die ganzen Fernkämpfer nicht direkt auf die Liche schießen konnten. Das hier ist eine schöne Position. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Nahkämpfer. Ach, da. Ja. Perfekt. Dadurch bei einem der vorherigen Teile meinte ich halt, da ist es halt ganz gut, weil seine Detection-Reichweite niedriger ist als seine Schussweite. Na.
Naja gut, aber da hätte ich den wahrscheinlich schon früher wegstellen müssen, weil eigentlich zu erwarten war, dass die alle den angreifen. Mal wieder die schöne Karte. Naja, ist eine andere, aber die ist auch nicht schlecht. Da kann man durch, da wollen wir nicht hin. Das hier könnte, ja, funktionieren. Du nach da, du nach da und du da. Ja gut, das ist ja jetzt nur noch der. Passt. Na gut, halt einen Schlag abbekommen. Das Schöne ist aber, dass ich hier jetzt mal heilen kann. Oh, da kommen die nächsten. Gehen wir mal ein bisschen nach vorne. Naja, da müssen wir. Ah, da kommt wer. Sehr schön. Nein, den will ich eigentlich nicht, weil er dann von da oben drauf schießt. Also warte ich lieber ab, bis die aus Natur hier hinkommen. Das dauert aber halt ein bisschen jetzt. Da. Und da sollten wir alle auf einen. Da ist jetzt von oben einer am draufschießen, den ich nicht sehe. Und der Bart, der stirbt da gerade. Weiß jetzt nicht, wer Schaden bekommen hat. Aber gehen wir mit dem mal auf Seite. Shits. Sehr gut. Ah, Vorschlaghammer. Hätte ich mir was Schöneres gewünscht. Aber ja, Titan bekommen und Diamanten, die wir auch für irgendwas brauchten. 11 Demogorgons. Ja. Dann zoomen wir uns die nächsten. Und die hatte ich da rechts irgendwo gesehen, die noch interessant waren. Da sind 4. Ja, und während die wieder am Rumlaufen sind, gucken wir hier weiter. Es macht eigentlich da. Ja, doch, laufen wir so rum. Müsste da einmal ganz kurz nach unten. Das wird interessant. Das könnte ziemlich tödlich sein, weil es halt eine sehr böse Kombination ist aus diesen. Okay, die haben nicht so viel gekonnt. Aus den Nahkämpfern und die Schützen.
Der kriegt die ganze Zeit auf die Nase, aber ich habe auch ziemlich viel Heilung. Da kommen noch mehr. Warten wir mal. Du hast dich aus dem Staub. Moment, die gehen alle weiter nach unten, außer du. Das ist grundsätzlich eigentlich eine ziemlich coole Position. Kommt halt ein bisschen drauf an mit den Nahkämpfern, wie man das managet und den hatte ich hier unten irgendwie vergessen. Ja. So. Den sollten wir natürlich irgendwie heilen. Dann warten wir hier mal ab. Idealfall, genau, kommen die von da. Okay, dann lassen wir sie noch weiter rankommen und schießen jetzt auf den. Der kann nicht, der kann auch nicht. Der kann aber segnen. Ah, shit. Der stirbt jetzt. Der muss eigentlich den umpusten. Immerhin kann hier gerade nur einer angreifen. Sehr schön. Haben wir noch irgendwo eine Heilung? Nö. Dann könnte die nächste Gruppe natürlich potenziell sehr tödlich werden. Aber Hunde beispielsweise wären jetzt überhaupt kein Problem, weil ich die entsprechende Seite einfach mit Rückzug blockieren könnte und dann würden sie alle abgeschossen werden. Schützen machen mir da halt jetzt noch mehr Sorgen. Ja, kurzer Schnitt. So. Ja. Dann kommt mal her. Kann natürlich jetzt ein bisschen. Ah, doch, da sind sie doch.
Ah, shit. Da schießt einer und den sehe ich nicht. Hat hier jemand eine hohe Sichtweite? Reichweite plus 1. Ich muss da mal... Nee. Eine Sichtweite hat niemand erhöht. Das heißt, ich muss da weg. Ja, laufen wir nach unten. Der ist fast im Eimer. Der geht hier hin. Damit ist der zumindest dann in Sicherheit. Ja, gerade noch so überlebt. Der hat noch einen Angriff abbekommen. Shit, 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 shit. Wow. Puh. Oh, wow. Eine Soldatenpistole. Eine automatische Waffe. Und die ist wahrscheinlich besser als die Maschinenpistole. Das war jedenfalls nett. Wir haben hier gut Material bekommen und Dämonenschuppen haben wir auch bekommen. Sehr schön. So, können wir mit denen noch sowas hier machen? Vier. Wir können es ausprobieren. Wenn wir das hinbekommen, dann ist es auch erledigt. Ja, du gehst noch nach unten. Ich will eigentlich nur noch das da noch kurz wegmachen. Also die Karte ist, glaube ich, ungünstig. Aber den haben wir jetzt hier stehen, vom fast nahen. Ja, und das war schon mal nix. Der hat den Falschen angegriffen. Aha. Das ist aber ziemlich mies. Das machen wir auch nicht. Das ist doch das, wo wir an der Seite den... Ich dachte, das wäre das, wo der Bus stand. Vermutlich können wir da hin. Da ist der Cerberus. Das nutzt nichts, wenn ich jetzt da hinlaufe. Doch, könnte eventuell, weil ich jetzt den schon angreifen kann. Shit, da kam der eine Schuss noch angeflogen. Falschen angegriffen, aber das Problem habe ich jetzt hier viermal, dass der richtige angegriffen werden muss, ist natürlich etwas ungünstig. So, das könnte funktionieren. Bisschen schwer abzuschätzen, was genau die dann angreifen an der Stelle.
Naja, aber bei Vieren. Ich kann immerhin noch oft heilen. Da ist doch wer. Ja, wunderbar. Okay. Einmal heilen. Noch drei. Wird natürlich wesentlich schwerer, wenn die zusammen mit den Hunden kommen. Immerhin habe ich hier auch ganz gute Deckung. Ich weiß jetzt nicht. Der hat den angegriffen, aber noch hat er nichts abbekommen. Der greift den aber auch an. Das heißt, die geht mal rüber. Shit. Da war die Idee schon richtig, dass zwei den angreifen werden. Ich probiere es noch einmal, aber ich glaube, das ist zu hart mit den Typen da. Das ist aber auch wieder eine sehr, sehr schöne Position. Könnte ein bisschen problematisch werden, wenn der dann da steht und einfach nur runterschießt auf den. Für die Hunde ist es natürlich ideal. Da sind sie. Okay. Das Problem ist natürlich jetzt, dass... Naja, der greift zumindest jemanden an. Der da oben ist wahrscheinlich. Das größere Problem. Ja, ich muss aber erstmal den ersten töten, bevor ich den anderen. Das dauert sonst zu lange. Und jetzt habe ich hier das Problem. Der muss da angreifen. Shit, der muss den Hund angreifen. Ja, shit, der hatte... Das war ein unnütz. Das ist auch gerade unnütz. Ihr müsst den angreifen.
Und der greift weiter die an. Ne, die muss da stehen bleiben. Das Problem ist jetzt, dass ich den... Da ist ja noch einer von diesen Schützen bei und der muss Elena angreifen, sonst bin ich im Eimer. Die könnten auch noch was aushalten. Die tauschen gerade noch. Haben wir noch den Buff, den können wir raushauen, wenn dann jemand kommt. Na, kommt schon her. Da haben wir auch noch eine Heilung. Aber wenn der halt den Falschen angreift, dann nutzt die Heilung auch nichts mehr. Und hier hin und her stellen kann ich eigentlich nichts. Der muss das tanken. Schaden plus 15%, Genauigkeit 15%. Bei solchen Einmal-Buffs, da sollten eigentlich die Werte höher sein, damit man wirklich den Effekt merkt. Hier benutzt man halt das, weil man denkt, das wird schon was gebracht haben, aber wirklich merken kann man solche Werte nicht. Es sei denn, man ist halt... Eine Runde dauert lange und es kommt auf jeden Schlag an und zwei Schaden bei einem Schuss, die machen wirklich was aus, aber das ist ja hier jetzt nicht der Fall. Ja, es kann natürlich jetzt auch sein, dass der irgendwo festhängt und gar nicht zu mir hin kann. Dann hätte ich in dem Fall wahrscheinlich auch ein Problem. Kommt, weil ich den nicht sehen kann, wo ich den angreifen kann. Ja. Ich kann nicht weiter... Ah, da ist doch was. Okay. Ja, das wird auf jeden Fall heftig werden. Ne, du bist Nahkämpfer. Ja, das heißt, die muss... Wen greift denn der an? Wenn er jetzt den Falschen angreift, habe ich auch verloren. Den kriege ich nicht angewählt. Jenny angegriffen. Naja, es geht noch. Oh oh.
Na! Na gut. Nee, dann lasse ich das hier sein. Dann lassen wir den Kampf. Das ist mir zu fummelig. Dann, was passiert denn, wenn ich das hier mache? Brumm. Fast. Genau. Dann werden wir das beim nächsten Mal auch nicht machen. Das ist zu viel Frickelei bei den Vieren. Abbrechen. Und dann werde ich mir noch irgendwas anderes raussuchen. Gucken wir dann aber beim nächsten Mal, dass wir uns noch was Schönes raussuchen und dann auch wieder auf den Weg zurück machen, weil viel mehr geht da nicht. Dann müssen wir wieder abwehren. So langsam ist das hier mit den 60 halt schon auch etwas viel. Moment, bevor ich das vergesse. Die Bäume müssen wir wieder abhacken. Und dann kann ich auch beim nächsten Mal wieder ein paar Sachen bauen. Das hatte ich jetzt auch vergessen, das jetzt hier noch zu platzieren. Neue Sachen. Na gut, ja, schauen wir beim nächsten Mal weiter. Bis denne!